Hallo und herzlich willkommen. Wir machen eine weitere Runde auf dem Weg zu 17 mit unserem Magier-Deck. Wir sind ja noch recht am Anfang. Die Saison hat gerade gestartet. Und ihr seht, wir haben ein relatives Anfängerdeck. Wir haben noch eine Legendary drin mit unserem schwarzen Ritter. Einfach damit wir einen Tank wegnehmen können. Zusätzlich haben wir noch einen Manipulator drin. Und wir bekommen Schamanenkacke. Das ist sehr schön. Deswegen lassen wir den Us drin. Der kann uns immer mal helfen, wenn wenn er doch noch eine Waffe anlegen würde. Gleichzeitig da auch meine Berserkers aus. Hier ist sehr schön. Also passt alles hier sehr gut. Schauen wir, was er in Runde 1 macht. Bringt er irgendwas raus? Wahrscheinlich nicht. Nein, er macht nichts. Wir warten auch mal ab. Man weiß ja nie. Runde 2. Er könnte jetzt ein Totem spielen. Das können wir mit einem Schlag wegnehmen. Oder er spielt irgendwas Nettes aus. Dann haben wir hier immer noch 3 Schaden liegen. Also alles sehr, sehr entspannt. Und er spielt Totem. Das ist schön. Deswegen nehmen wir ihm das gleich mal weg. Und lassen in Runde 3 gehen. So, was kommt jetzt bei ihm? Macht er irgendwas Nettes? Okay. Er spielt einen Silberrücken-Patriarch. Das passt mir sehr gut, weil der macht eh nur einen Schaden. Und deswegen können wir hier ihn spielen. Ich könnte auch beide wegnehmen durch meinen Frostblitz in Verbindung mit... Zeit für ein bisschen Blutvergießen. Ja. Wir schauen einfach mal, was er macht. Wir haben hier genügend Möglichkeiten da dagegen. Und vor allem 4 Schaden, das ist halt auch nichts. Ich denke, wir spielen nachher Frostblitz und dann gleich mal 3. Oder starbt. Oder beides. Okay, ich denke, wir müssen erstmal hier aufräumen. Wir nehmen... haben wir noch irgendeinen zum Hochbuffen? Nein. Okay, nehmen wir sie weg. Schon wieder. Und machen wir noch was? 2, wir könnten noch einen Dreier spielen. Ach komm, machen wir. Den soll ich töten. Und nutzen ihn hier zum Buffen. So. Dann können wir jetzt nämlich in der nächsten Runde können wir unseren Antigolem draufspielen und mit dem 5er direkt ins Gesicht gehen. Aber warten wir das mal ab. Oder... Ja, das wäre jetzt so die erste Möglichkeit. Es könnte auch sein, dass er ein Heiltotem bekommt. Dann müssten wir natürlich variieren entsprechend. So, aber er entscheidet noch. So, ja. Machen hier das Ganze mal ein bisschen luftiger. Nächste Sie Runde. Werden nicht wissen, wie Ihnen geschieht. Okay, eine Nachtklinge. Sollten wir natürlich wegnehmen. Die kann man nicht stehen lassen. Er geht weiter ins Gesicht. Gut. Und wir kriegen ihn natürlich jetzt auch schön. Runter. Einmal den weg. Und mit 5 ins Gesicht. So, Runde 6. Jetzt können wir die großen Oschis spielen. Außer es kommt von ihm was. Was macht er? Hat er einen Blitzschlag oder sowas? Oder? Was tun? Was tun? Okay, er macht einen Hex. Hex ist natürlich sehr praktisch. Weil wir haben dadurch die schöne Möglichkeit, einen zusätzlichen Tank auf dem Deck zu haben. Und wir wissen, sein erstes Hex ist verdorben. Und wir können langsam die großen Tierchen rausbringen. So, nächste Runde. Er wird sein zweites Hex wahrscheinlich spielen.
Komm, wohl 6. Kommt. Die Tore sind geöffnet. Nein, es kommt kein Hexen. So. 5 Schaden. Ist mir ein bisschen zu viel. Deswegen hier einmal aufräumen. Und direkt mit Recht ins Gesicht. Runde 8. Er ist bei 17, wir bei 25. Pimp My Ride, auch geiler Name. Muss man zulassen. Wir haben 8, 9. 9 Schaden auf dem Deck. Ich frage mich, ob. Okay. Ich überlege auch gerade, aber ich glaube, nächste Runde, je nachdem, was er spielt. Ja, ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Okay, ihm fehlen die Karten. Er muss zweimal ziehen. Aber das ist natürlich schön für uns. Die macht eh nur 2 Schaden. Deswegen können wir jetzt hier ein bisschen mal aufräumen. Einmal, zweimal. Dann. Und beide zusammen. So. Jetzt haben wir einen großen Zoo. Er braucht hier eh einmal, um an unserem Tank vorbeizukommen. Und ansonsten sollte da eigentlich nicht arg viel. Aber warten wir erstmal ab, was macht er? Okay. Ah. Er macht einen Erzschock. Aber die 3 Schaden macht er natürlich trotzdem noch. Womit wir seine gnomische Erfinderin wegkriegen. Und er gibt auf. Ja, also ihr seht, ein sehr, sehr schönes Anfängerdeck. Wir bekommen unseren Punkt auf dem Weg zu 17. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt ein Like. Und ansonsten dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, was man noch am Deck verbessern kann. Oder was man austauschen sollte für Karten. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde dann morgen. Ciao, ciao.